Sieht ein bisschen komisch aus, aber ist effektiv. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Unterwegs mit Luca im tiefsten Osten wird natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben hier eine alte Mühle-Mosterei für euch. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ey, guckt euch das mal bitte an, wie diese Flaschen hier gelagert sind. Da scheint noch was drin zu sein. Nee, leicht. Krass. Einfach krass. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ich dachte, das wäre eine alte Mühle. Wurde ja auch von einem Typen so betitelt als alte Mühle. Und jetzt haben wir hier so alte Flaschen, Weinflaschen, Weinfässer irgendwie. Krass. Ja, das alte Förderband. Ich dachte immer, hier kam irgendwie... Ah, da liegt auch noch was drauf. Okay, Quarz und einordnen will ich das nicht. Aber krass. Oh, dieses kellerartige Gewölbe wieder. Echt unser Glückstag zu sein. Wie geil ist das denn? Einfach ein Schloss, was da offen rumliegt. Lass uns schnell rein und wieder zumachen, dass uns hier keiner sieht. Kleine Stücke für Absauganlagen. Ja, und das ist so ein Motor dafür. Und hier sind wir mal ein Feuerlöscher. Das ist definitiv jetzt aber wieder alte Mühle. Diese Deckenhöhe hier alleine. Hier hat jemand schön ordentlich zusammengefegt. Und guck mal, das war auch eine alte Mühle, vielleicht mit Mosterei. Hier liegen nämlich noch ganz viele, hier liegt noch ganz viel Korn rum. Und hier sollten wir bitte aufpassen, nicht unbedingt drauf treten. Ah, hier, guck mal, schau mal hier. Hier liegen auch noch ohne Ende Weizenkörner rum. Ah, hier wurden die abgefüllt, guck mal, da hängt sogar noch ein Sack drin. Oder? Ja, das sieht dann mal aus. Ah, hier steht der Besen. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, hier geht ein Trichter nach unten Richtung Keller. Hier auf jeden Fall auch die ganzen Leitungen. Was sagtest du gerade? Was könnte das sein? Ich denke mal, hier, also hier ist ja ein Trichter. Ich denke mal, hier geht das dann irgendwie nach unten. Stimmt, ist ein Trichter, ja. Oder vielleicht Lager oder irgendwas. Kommt hier oben aus der Decke. Das ja, aber diese Deckenhöhe ist krank. Ey, das ist mega gut hier. Hier sind noch die alten Anzeigen. Hier irgendwie eine Klingel. Also eine, so ein Warnding, glaube ich. Hier noch die ganzen... Die komplette Verteilung des Stroms hier drin. Hier, guck mal, hier liegen noch die Gehörschütze rum. Also hängen. Das ist ja auch irgendwie witzig. Und noch ein paar Schrauben. Und hier hinten das Regal fand ich irgendwie spannend. Hier hängt sogar noch ein Kittel. Eine Hose ist das. Eine blaue Hose. Spannend, guck mal, was das wohl alles ist. So sind, dachte ich, Stiefel, aber sieht da aus wie Gamaschen. Guck mal, ey, krass, ich feiere das Ding. Strom geht hier nicht mehr. Das hier scheint der Hauptschalter gewesen zu sein. Krass. Wofür? Ah, guck mal, weißt du, was das hier gewesen sein könnte, Luca? Für die einzelnen Ansaugsysteme und ja. Füllsysteme. Steht doch auch Kette. Guck mal, hier sind mal Stern-Dreieck-Schaltung, klassische alte, wo du es anlaufen lassen musst und dann im Vollbetrieb schalten kannst. Krass, hier guck mal, und hier stehen noch außer Betrieb. Hier stand irgendwie noch Kette, irgendwas, das kann ich nicht mehr lesen. Mega spannend. Und guck mal, hier auch dieses dicke, diese Druckgeschichten da. Oh, guck mal, wie der Filter, wie der schimmelt. Hier unten noch der alte Eimer, das finde ich auch cool. Wir gehen jetzt auf jeden Fall hier nochmal in den Keller. Von der Seite, um zu gucken, was sich quasi unter diesen ganzen Gerätschaften hier befindet. Hey, jetzt ganz komisch. Oder geht's nochmal eins runter? Sparen. Hier ist irgendwie so eine Art
Kette, ne? Kette. Nach draußen unter die Hauptstraße geführt. Ob die Säcke hier rausbefördert wurden? Das kann natürlich sein. Nee, guck mal, hier liegen doch noch Gläser drauf und guck mal. Ah, tatsächlich. Gläser. Und zwar, guck mal hier, Apfelmus. Ja, tatsächlich. Von, ohne da, doch hier ist ein Datum. 30.04.2008. Dann wurden die Flaschen tatsächlich hier drauf befördert. Ja, aber wie denn? Guck mal, das geht doch gar nicht. Also ja, die liegen ja jetzt hier so drauf. Die gingen natürlich dann unter die Straße vor allem, ist natürlich die Frage. Aber wie ging das hier durch? Ob dann auf der anderen Straßenseite irgendwie der Betrieb weiterging. Ob vielleicht drüben mal eine Art Lager war, oder? Wahrscheinlich, oder? Pass auf, über dir ist ein Rohr, nicht, dass du... Das ist übrigens, wenn du hochguckst. Ah, genau. Den Filter, den wir eben gesehen haben. Genau, die über, ne? Hier steht auch über diese Schaufeln rum. Also ich denke mal, die wurden dann tatsächlich für die Körner benutzt, die hier, sag mal, zu Hauf fliegen. Ja, genau, hier ist noch eine davon. Und hier ist der Weg nach draußen. Zugemauert. Wusstest du eigentlich, dass man das Rauchen und sowas und offenes Feuer polizeilich in solchen Anlagen verboten war? Nee. Weißt du warum? Weil Brand. Staubexplosionsgefahr. Und wenn du jetzt da mal hinguckst, ist ja klar, ne? So eine Staubexplosion und das scheppert dann halt richtig. Der kleinste Funken hätte das zum Detonieren bringen können. Ich sehe halt auch gar nichts mehr. Wie belichtet die? Stockduster hier drin. Hier ist der Trichter, vor dem wir eben standen. Ja. So, hier steht tatsächlich noch eine volle Flasche. Schraubenregal und eine volle Flasche. Das ist wirklich krass. Also scheinbar wurde hier wirklich erst aufgeräumt. Ihr hört gerade den LKW. Wir sind hier wirklich direkt an der Hauptstraße. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ultra schlechte Situation. Wir sitzen hier auf dem Präsentierteller. Und da hinten steht gerade ein Auto, ein Trecker. Es unterhalten sich Leute. Wir sitzen hier richtig auf dem Präsentierteller. Jetzt müssen wir warten, wenn wir hier Radfahrerin. Jetzt müssen wir echt warten, bis wir hier weg können. Wir können hier nicht weg. Was? Wir sind gerade ins Trockene geflüchtet und hoffen, dass die uns jetzt nicht gesehen haben. Jetzt warten wir halt kurz und hoffen, dass die abhauen. Wer hätte das gesagt, noch so eine Action jetzt hier zu haben? Ich glaube, wir haben Glück. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass die hier nicht vorbeikommen. Dann runter. Ja. Dann liegt Luna mal wieder im Dreck. Ah, dein Fuß ist doch, das tut voll weh. Lukas steckt in meiner Rippe. Okay, das hört sich gut an. Vollgas lieber, boah, was regnet, du hast nicht viel Zeit. Fährt er echt hier dran vorbei? Nee, er fährt hinten wieder vom Hof. Oder? Ich weiß auch nicht, was ich vorhin zu machen. Das aus. Nein. Doch. Wie lange willst du denn hier hoffen? Das dauert es denn? Ich check das jetzt. Ein Müller ist drin, was ein Müller tun muss. Geht's mir nicht.
die Aufnahme echt gefurzt jetzt. Ja. Ich nehme immer auf. Achso, da stopp mal. Leute, ich glaube, wir haben eine ganz schlechte Zeit erwischt hier. Doch, ist weg. Ich würde sagen, zu dem Gebäude, zu dem Gebäude, zu dem Gebäude und dann raus aus diesem Ort. Das ist falsch, dass wir jetzt fast erwischt worden sind, zu dem Gebäude willst, was am Nassen da dran ist. Ihr Lieben, jetzt konnten wir euch doch nicht mehr zeigen, außer diesen kleinen Schreckmoment. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Guckt beim Luca vorbei. Wie immer, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Wir gucken jetzt, dass wir uns hier dünn machen. Bis zum nächsten Abenteuer, eure Lola.